So kann es aussehen, wenn ein Streit zwischen Eigentümer und Mieter eskaliert. Das Wutzettelhaus von Frankfurt. Hier wird der Streit öffentlich am Gartenzaun ausgetragen, sodass die gesamte Nachbarschaft etwas davon hat. Laut Angaben eines Mieters ist der Hauseigentümer unverschämt. Unfassbar. Elke und Ralf Kauer sind die Eigentümer des Hauses und stecken hinter diesem Zettelwahnsinn. Eine Racheaktion. Hauptsächlich, weil sie angeblich von Mietparteien immer wieder vor Gericht geschleppt werden. Der Auslöser war einfach, dass verschiedene Mieter eben mit den Dingen, die wir machen, nicht einverstanden sind. Aber ich bin der Meinung, der Hausbesitzer oder der Hauseigentümer entscheidet und nicht der Mieter entscheidet, was nun für Baumaßnahmen oder Tätigkeiten unternommen werden. Hauptgrund für den Streit sei eine Mieterhöhung, so die Kauers. Vor Gericht soll ein Mieter akribische Notizen über die Eigentümer vorgelegt haben und die hängen jetzt am Zaun. Laut Angaben eines Mieters werden Baugerüste unangekündigt aufgebaut. Ein Unding. Hier wird der Hauseigentümer von Mietern abgemahnt. Und wieso jetzt dieser Zettelkrieg? Das war eigentlich mehr eine, sag mal, eine Schnapsidee, um mal auch die Reaktion von Passanten zu sehen. Dass das eine Schnapsidee ist, sehen die Nachbarn tatsächlich auch so. Das ist für mich ganz klar und deutlich eine Art von Mobbing und ich finde es unmenschlich. Ja, ich finde es verrückt, was das soll. Es hängt ja auch schon sehr lange da. Ob Eigentümer gegen Mieter oder Mieter untereinander, dass Probleme per Zettel ausgetragen werden, kommt häufiger vor und ist sogar ein echter Renner im Netz. Die Seite Notes of Berlin sammelt unter anderem Botschaften wie: An die Spackos vom zweiten Stock, ihr habt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Die Schreierei hört auf oder die Hausverwaltung wird sich einschalten. Es ist nicht schön, wenn aus dem Küchenfenster verbrannte Toaststullen und Teebeutel fliegen, die auf meinem Kopf landen. Kannst du dir bitte mal deine Schuhe abtreten? Dass das Treppenhaus nicht immer dreckig ist, sonst rufe ich deine Mama an. Zurück in Frankfurt. Rolf Jansen vom Mieterschutzverein meint, die Mieter der Kauers sollten sich die Zettel nicht gefallen lassen. Wenn man sich das anschaut, dann sieht das ja wirklich aus wie eine Verunglimpfung der Bewohner dieses Hauses. So etwas geht natürlich überhaupt nicht. Auseinandersetzungen zwischen Mieter und Vermieter kommen natürlich vor, aber die dürfen auf keinen Fall auf so eine Art und Weise durchgeführt werden. Elke und Ralf Kauer sehen die Schuld nicht bei sich. Sie hätten mit dem Streit ja nicht angefangen. Wir wollen eigentlich nur, dass jetzt endlich mal langsam Ruhe herrscht. Na, ob über 140 laminierte Wutzettel da ein Schritt in die richtige Richtung sind?